Es ist ein Hund. Der mag nicht wie andere Kinder Computerspiele und Playstation, sondern er mag Bücher. Und er entschließt sich, eine Bücherhandlung zu eröffnen. Aber an seinem Tag der Eröffnung kam leider keiner. Der Hund traurig und dann hat er sich ein Dinosaurierbuch genommen und hat gelesen. Und darum geht es, als ihm langweilig war, hatte der immer so ein Buch genommen und hat sich echt gefühlt, also er war echt bei Springen oder bei Dinosauriers. Er erlebt viele Abenteuer und vergisst, dass er wartet. Dann kommt endlich ein Mädchen in den Laden und Hund hat die perfekte Geschichte für sie. Andere Kinder sollten das auch lesen. Ihr würdet sagen, wenn ihr erst das Blick sagt, das ist nicht cool und das sind nur kurze Sätze, aber das ist cool, es kommen immer mehrere Tiere und Menschen.